Zhu Ruifang ist der Journalist, der den Sextape-Skandal in Chongqing aufgedeckt hat. Nun erwägt er, die Polizei zu verklagen, da diese ihn bedroht hat, Beweise auszuhändigen. Zhu war am Montag 7 Stunden lang in Peking befragt worden. In der Nacht davor hatte die Polizei von Chongqing sein Haus 3 Stunden lang blockiert. Zhu sagt, die Polizei habe ihn aufgefordert, den Bauunternehmer und die Frau im Zentrum des Sextape-Skandals zu belasten. Mit Gewalt wollen sie Beweise haben. Das ist gegen das Gesetz. Mein Anwalt will eine Klage einreichen. Die Polizei muss Beweise haben, bevor sie jemanden beschuldigt. Aber jetzt versuchen sie, Beweise zu fabrizieren. Sie haben eingeräumt, dass es schwer für sie sei, die beiden Personen zu überführen und wollen, dass wir ihnen helfen, einen Fall zu konstruieren. Das sind die 2 Personen, auf die Polizei es abgesehen hat. Xiao Er ist ein ehemaliger Bauträger. Er soll Zhao Hongxia bezahlt haben, 2007 mit dem ehemaligen Beamten Lei Chengfu eine Affäre zu haben. Dabei sind die Sextapes entstanden, mit denen Lei erpresst wurde. Xiao, Zhao und mehrere andere, die in der Honigfalle beteiligt waren, sind nun verhaftet. Chongqings Behörden haben in dem Zusammenhang 6 weitere Beamte und 5 Leiter staatlicher Unternehmen entlassen. Doch Zhu meint, der Fall sei nicht richtig behandelt worden. Gemäß der internen disziplinarischen Regeln der Kommunistischen Partei sollten die Beamten von der Partei ausgeschlossen und von allen offiziellen Positionen entlassen werden. Sie sind nur von ihren aktuellen Positionen entlassen worden. Lei Chengfu war der Parteisekretär des Bezirks Beibei. Er könnte morgen woanders hin versetzt werden. Die korrupten Beamten werden immer noch geschützt. Zhu sagt, dass er weitere 7 Sexvideos hat, die Beamte von Chongqing zeigen. 6 davon seien Polizeibeamte. Die Polizei von Chongqing hat von Zhu verlangt, die Videos auszuhändigen, doch er weigert sich, auch um seine Quelle zu schützen.